Ja, hallo, der Michael von Mika News. Heute geht's mal um den Tamiya Porsche 911 auf Basis des TT02 Chassis. Und zwar hat ja RC Kleinkram da ein Angebot gemacht. Stage 1, C2, Stage 3. Gibt also drei verschiedene Varianten mit unterschiedlicher Ausstattung. Und das Schöne ist, den Porsche gibt es auch noch in einer zweiten Variante. Also ihr habt sechs verschiedene Angebote, die ihr dann nutzen könnt. Und einmal habt ihr die Möglichkeit, natürlich an der RC Kleinserie teilzunehmen, am Porsche Cup. Dafür ist ja das Angebot optimal geeignet. Oder ihr nutzt das Angebot und nehmt am Tamiya Euro Cup in der Stock-Klasse teil. Und nach dem Intro erfahrt ihr mehr. Porsche 911, letztes Jahr auf den Markt gekommen, also wurde ja auf der Spielwarenmesse angekündigt, stand das Fahrzeug da, kam im Laufe des Jahres und RC Kleinkram hat im Prinzip jetzt ein Paket für euch geschnürt. Drei verschiedene. Es gibt ja Stage 1, Stage 2, Stage 3 mit unterschiedlichen Ausstattungen. Und was dabei ist, das werde ich dann auch noch dazu schreiben, damit ihr da einen Überblick habt. Ich werde euch mal das Fahrzeug kurz vorstellen und ja, so die wichtigsten Sachen, was ihr vielleicht beim Kauf des einen oder anderen Kits beachten solltet. Also, die erste Version kostet 159,99, ist die blaue Version. Die andere, die weiße Version, ist etwas teurer, ist aber im Prinzip ja die gleiche Ausstattung, nur halt mit dem anderen Porsche. Ich erzähl mal kurz hier über die blaue Version. Also, es gibt drei Varianten. In der einen Variante oder beziehungsweise in allen Varianten, da fällt dieser Motor raus. Die Reifen werden auch nicht mehr beigelegt, weil Kleinkram legt andere Sachen bei, die ihr für die RC Kleinserie nutzen könnt und am Porsche Cup teilnehmen könnt und im Prinzip ja gar nicht mehr viel benötigt, um da im Prinzip auch mitzuhalten und mitfahren zu können. Ja, und diese drei Pakete sind recht unterschiedlich gestaltet. Das einfachste ist natürlich das erste Modell, also die erste Version mit 159,99. Tuk-Tuk-Motor ist nicht im Reglement, wird rausgenommen. Dafür gibt es halt diesen Flat-Sixt-Motor gleich mit im Kit enthalten. Und die Radialreifen, die fliegen auch raus. Ja, die braucht man nicht, weil im Kit wären dann praktisch die Tamiya Slickreifen und auch Einlagen mit beigefügt. Motorritze gibt es aus Stahl. Dann Öldruckstoßdämpfer sind dann auch mit bei und ein Kugellagerset, das liegt auch mit in dem Stage 1 Paket mit bei. Also wer sich den Baukasten kaufen möchte, der sollte sich da echt mal überlegen, ob er vielleicht das Kit nimmt und dann kann er ja immer noch am Tamiya Euro Cup teilnehmen. Wichtig ist da bloß zu beachten, Motorregler muss dem Baukasten entsprechen. Hier ist der Baukastenregler beim Stage 1 dabei. Ich habe hier das Stage 2, also zwei Variante, nicht die drei, die zweite Variante genommen und da liegen im Prinzip die gleichen Stoßdämpfer bei, so wie ihr hier seht. Nur im Gegensatz dazu ist nicht der Regler in Stage 2 dabei. Nein, haben wir hier den Hobbywillenregler mit im Set dabei. Und das Set kostet dann auch 189,99. Aber schon ein verbesserter Regler. Der Motor ist mit bei. Und hier können wir mal ganz kurz den Baukasten auspacken. RC Kleinkram hat im Prinzip den Baukasten geöffnet und für euch die passenden Teile beigefügt. Baukasten ist die 58712. So, hier in dem ganzen Paket sind ja normalerweise A, B und C Teile und hier sind im Prinzip die Zubehörsachen mit integriert, die ihr jetzt mit beikriegt und die anderen Teile wurden mehr oder weniger entnommen und ausgetauscht. So, ihr habt hier. Ja, und mit dem Set enthalten sind die Spurstangen von J-Racing, rechts und links für die Räder und dann für das Servo zur Anlenkung. Dann haben wir das einmal. Dann gibt es mit dabei das passende Motorritze, 21 Zehner. Dann haben wir dabei
einen Kugellagersatz. Ja, ist natürlich immer gut, Kugellager hier drinnen zu haben im Fahrzeug, damit das Fahrzeug komplett leichtgängig geht. Dann den erlaubten RCK-Motor, der Flat Sixth. Den gibt es auch mit bei. Das Schöne ist, ihr müsst ja hier eigentlich nicht viel machen, ne, weil am Regler, mal gucken, sind ja hier auch diese zwei Buchsen und dann werden die Stecker reingesteckt und schon ist der Motor mit dem Regler verbunden. Ja, das war es dann aber auch schon, was hier jetzt mit im Kit war, beziehungsweise, naja, noch nicht ganz. Wir haben hier noch die Reifeneinlagen, die angesprochenen. Und weiter unten müssten hier, das sieht man hier ganz gut, da die 50454 Slickreifen, die auch mit beigefügt sind. Ja, ansonsten ist es ein ganz normaler TT02 Baukasten, mehr ist jetzt hier nicht enthalten. Wie gesagt, die Spurstangen von Jere sind mit bei, also man kann praktisch da Einstellung vornehmen am Fahrzeug. Wir haben die passenden Reifen, da müsst ihr nicht extra noch welche kaufen. Die könnt ihr in der RC Kleinserie gleich nutzen. Das Einzige, was ihr in dem Stage 2 Bausatz benötigt oder eigentlich überall benötigt, ist halt die Farbe für die Karosserie, weil da sollte jeder dann doch sein individuelle Farbe hier aufbringen. Ihr benötigt hier beim 1er und beim Stage 2 benötigt ihr natürlich einen Akku, ihr benötigt ein Lenkservo, ihr benötigt ein Ladegerät, ihr benötigt ja, die komplette Elektronik dazu, ihr braucht, um überhaupt fahren zu können. Ne? Das ist der Unterschied zu dem kommenden oder beziehungsweise zum dritten Paket. Das dritte Paket ist das Stage 3 Paket. Dort. Ja, das Stage 3 ist im Prinzip für jemanden, der komplett neu in die Rennklasse, speziell in die RC Klein Serie, in den Porsche Cup einsteigt. Dafür ist das Stage 3 Paket vorgesehen. 369,99 kostet das Ganze. Basis ist dieser Bausatz. Aber es ist nicht dabei die Radialreifen und es ist natürlich nicht dabei der Motor. Dafür gibt es ja dann den RCK-Motor dazu. Ihr bekommt die Slickreifen, so wie hier sind, dazu. Ihr bekommt das Stahlmotorritzel, auch wie ich es gerade gezeigt habe. Die Tuning-Öldruckstoßdämpfer dazu, den Kugellagerset dazu, einen LAP 4100 mAh Akku. Dann bekommt ihr dabei die Sanwa MX6 Fernsteuerung. Ihr müsst ja das Fahrzeug irgendwie steuern können. Als Servo bekommt ihr das 1252 MG Low Profile Servo von Sawebs, also damit ihr auch lenken tun könnt. Dann ein Ladegerät, der Skyr CS65, 220 Volt bis 6 Ampere kann man laden. Dann Balancer Verlängerungskabel und das Ladegrabel gibt es natürlich auch noch dazu. Und schon könnt ihr im Prinzip fahren. Das Einzige, was jetzt in dem Stage 3 Set fehlt, ist die Farbe für eure Karosserie. Also die solltet ihr dann gleich mitbestellen, damit ihr im Prinzip nicht dasteht und mit einer unlackierten Karosse losfahrt. Und als Akku kann ich euch raten, nehmt ruhig einen zweiten Akku gleich mit dazu. Nicht, dass ihr dann einen Akku gefahren habt und dann, ja, was mache ich jetzt? Ich muss ja erstmal nachladen. Nee, damit ihr länger Fahrspaß habt, habt mindestens zwei Akkus. Drei sind natürlich noch besser. Umso länger kann man fahren. Und wenn man an einer RC-Kleinserie teilnimmt, dann braucht man ja doch mal zwei, drei Akkus. Ne? Einen fährt man, ne? Man trainiert, dann will man ja wieder trainieren. Und da sollte man ja schon den zweiten Akku praktisch vorbereitet haben. Deswegen bietet es sich an, einen zweiten oder dritten Akku gleich dazu zu bestellen. Ja, es gibt drei verschiedene Varianten, habe ich euch vorgestellt. Erste Variante und zweite Variante ist klar für den Racer oder für den RC-Fahrer, der schon eine Fernsteuerung hat, der schon Akkus hat, der ein Ladegerät hat, also der schon im Prinzip mehrere Sachen hat oder der halt sich was Eigenes kaufen will und sagt, ach, das Stage 3, die Sender möchte ich nicht, das Servo möchte ich nicht, den Akku möchte ich nicht, ach, auch nicht das Ladegerät. Also wer was ganz Individuelles haben möchte, der sollte sich für 1 und 2 entscheiden. Und wer halt komplett Einsteiger ist und was Fertiges haben möchte, für den ist das Stage 3 Set sicher eine gute Wahl.
Ja, würde mich freuen, wenn ihr in die Kommentare schreibt, was euer Favorit von den drei Versionen ist. Ja, gerne auch ein paar Abstimmungstipps oder ein paar Tipps rund um den Porsche Cup. Welche Tuningteile verwendet ihr in dem Porsche Cup? Ist ja doch ein, zwei Sachen erlaubt. Was ist überhaupt nötig für das TT02 Chassis, damit es richtig gut läuft? Na, vielleicht welche Öle verwendet ihr? Sperrt ihr die Differentiale? Das wäre ganz interessant mal zu wissen. Schmiert ihr die Reifen voll? Heizt ihr? Alles mal ganz interessant zu wissen. Und ja, mir bleibt eigentlich nur zu sagen, wichtigste ist für mich, wenn ich jetzt so mein Fahrzeug sehe, hier die vorderen Antriebswellen, die würde ich austauschen gegen Kardanwellen, damit die da vorne auch nicht verkanten und rausrutschen. Ja, das war's zum guten Schluss. Ich verabschiede mich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Euer Mika. Thank you.